Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du bei dem Video, wo es um die Zukunft von Pattaya geht, mit dabei bist. Zu dem Video habe ich echt eine ganz besondere Beziehung und du wirst auch gleich merken oder im Laufe des Videos erfahren, warum. Und zwar, wo ich letztens in Pattaya war, da steht ja auch vor der Walking Street Neo Pattaya. Und da dachte ich mir schon eigentlich oder wurde mir das so bewusster, weil ich nämlich wirklich ganz geheime Insider-Informationen habe. Also heute plaudere ich wirklich meine streng geheimen Insider-Informationen aus. Und zwar weiß ich Pattaya, nehmen die den jetzt an die aktuelle Situation als Anlass oder wie immer, aber eigentlich, nee, eigentlich nicht. Denn geplant war schon sehr lange in Pattaya, da sind sehr, sehr lange schon Kräfte am Werk, die gegen das ursprüngliche Pattaya sind, also als das Vergnügungs- und Esszentrum der Welt sozusagen. Dass da die Leute in Europa reden, hey super, hey, fahren wir nach Pattaya, das ist der größte Puff der Welt. Da sind sehr, sehr viele in Pattaya, sehr, sehr viele in der Politik, die sehr stark dagegen gearbeitet haben. Und bevor wir jetzt zu dem Video kommen, was eigentlich wirklich, wo ich da erzählen werde, was mit Pattaya passieren wird. Weil eigentlich wirst du selber mitbekommen. Auf der Welt kann man eigentlich so viele Sachen ja voraussehen. Nicht alles, so wie ich jetzt in der aktuellen Situation habe gesagt, oder nicht nur habe gesagt, das ist so, fühle mich in einem Orkan, wo ich mir denke, okay, ich kann irgendwie nichts voraussagen. Also da irgendwie sehr, sehr schwer, weil so etwas noch nie da war. Aber das mit Pattaya ist, ich nehme den Vergleich her, ich nehme an, die meisten kennen RTL. Mit was? Also den Fernsehsender, RTL heißt eigentlich Radio, na Radio Tele Luxemburg. Mit was ist RTL groß geworden? Und ich meine jetzt nicht die Drückerkolonnen-Aktionen, wo die Kohle reingekommen ist, sondern ich meine, mit was ist RTL groß geworden? Mit Schund und Sex, oder? Was man zumindest so in den 80er Jahren als Sex und Schund bezeichnet hat. Das war schon halb Porno, weil da hat man manchmal so eine halbe Brustwarze irgendwo gesehen in einem Film. Aber RTL wurde geguckt, zumindest bei uns im Tal, wegen der tollen Filme. Weil man eben eine halbe Brustwarze bei manchen Filmen gesehen hat, weiß ich, so wie Emmanuel oder so irgendwie. Das waren so Filme, wo man, da hat man ja schon manchmal eine halbe Scham auch gesehen. Das waren die Filme und da sind alle dann davor vor der Kiste, weil damals war noch nichts mit Internet und der ganzen Industrie, so vor der Kiste gehangen. Hey, wow und Wahnsinn. Filme, die würde heute niemand mehr anschauen, aber was dazu in den 80er Jahren als Schund anrüchig und Sexvideo galt, das wurde bei RTL ausgestrahlt und die hatten hunderte Klagen, wenn man doch vielleicht so irgendwie, vielleicht im Spiegel irgendwo man ein erregiertes Glied gesehen hat, das ja dann gegen die Gesetze verstoßen ist, da mussten die wieder von Kadi gehen und so weiter. So ist RTL groß geworden. Das war was, Leute, im ORF gab es das nicht, okay, im Derek war mal die Leiche irgendwie oben ohne da, aber nicht irgendwie, wo jemand da so ein bisschen aufs Budern noch irgendwie angesprochen hat. Heute siehst du auf RTL nichts mehr, was irgendwie mit Sex, mit Freizügigkeit oder sonst irgendwas zu tun hat. Ist das richtig? Stimmst du mir damit überein? Und das ist eine normale Entwicklung, wie es überall ist, wie wir Menschen auch sind, dass wir unsere Dinge eigentlich so verbergen irgendwie. Ich meine, RTL geht dann nicht mehr her und sagt, hey, boah, wir haben den Markt so gewonnen, sondern irgendwie entwickelt sich auch immer alles so. Und genau so ist es auch mit Pattaya. Wie mit RTL. Mit Sex ist das groß geworden, deswegen sind alle Leute hingefahren. Die Leute sind so reich geworden, dass die nicht mehr wussten, die sind echt in Panik. Die sind am Meer, die können keinen Keller machen. Wo sollen die Kohle bunkern? Die sind so, so reich geworden, was viele ja eh wissen, eigentlich vor 40 Jahren noch ein liebliches Fischerdörfchen war eigentlich. Ein klitzekleines Fischerdörfchen war. Straßen, unasphaltierte Straßen, Erdstraßen, sonst nichts. Das ist heute Wolkenkratzer, Hochhäuser und
viele modernste Sachen. Nicht alles, sehr viel Dreck hat trotzdem noch, aber viele moderne Sachen. Und sehr, sehr viele reiche Leute. Und dieser Flair, in uns ist das scheinbar immer irgendwie drinnen, das passt und da drängen dann alle Leute hin. Alle Leute hin, ehe dann eigentlich zum Schluss ja nur noch Leute wegen Kultur, dem Essen und ich weiß nicht was noch alles, nach Pattaya, ja nicht woanders hin, sondern nach Pattaya, weil nur in Pattaya gibt es ja die original thailändische Kultur und das original thailändische Essen, das gibt es sonst nirgends, nur in Pattaya, deswegen sind alle Pharang sozusagen nach Pattaya immer. Das ist jetzt ein bisschen Persiflage vielleicht mäßig gemein. Aber das ist der Trend gewesen und irgendwie sind die Leute, wenn die reicher werden, werden die angesehener, werden die gebildeter, kommen die drauf, die gehen auf eine Reise, keine Ahnung, Amerika, sonst irgendwo hin, merken die Finger, die Leute zeigen mit dem Finger auf den, du kommst da aus dem Puff. Und das wollten die Reichen dann irgendwie, die Politiker, das ändert sich, so wie bei RTL. Das ist auch nicht so, wo du direkt sagen kannst, das ist jetzt an der Break-Even-Point irgendwie und da bricht es jetzt um, sondern das ändert sich so irgendwie. Und das war schon lange, wirklich, das ist eine Insider-Information von mir, die ich ganz ehrlich vor, wann war das, einem Jahr circa oder länger her, echt noch so als Art Verschwörungstheorie abgetan habe. Wo ich mir echt gedacht, wo mir jemand da gesagt hat und genau jetzt dann eben mal, wo habe ich das gelesen, nicht im Tiger, irgendwo habe ich es gelesen und dann auf YouTube, YouTube ist eigentlich gar nichts mit Videos viel gewesen, aber nur irgendwie ein deutsches Video, dass die Beach Road umgebaut wird und 2 Jahre dauert, ne, das habe ich gelesen wieder, mit den 2 Jahren und was sie wie viel kosten und so weiter und so fort. Und das habe ich vor einem Jahr schon gehört. Und da habe ich mir gedacht, ja. Und die Walking Street, und jetzt sage ich das so offiziell einmal, weil mich das wirklich interessiert, ob das so eintreffen wird. Die Walking Street ist tot. Deswegen eigentlich so das Video, die Zukunft von Pattaya, es gibt keine. Pattaya ist vorbei, Pattaya ist aus. Das ist die Prognose, die ich stelle mit meinen Insider, mit meinen Geheiminformationen, mit den geheimen Informationen, die ich habe, da ist vorbei. Die Walking Street, alles wird neu gemacht, die haben keinen Bock mehr und die Situation mit dem Lockdown, das ist ein willkommener Anlass. Wahrscheinlich werden da viele, wird es leichter sein, als es sonst gewesen wäre. Da waren schon sehr viele Kräfte hart am dran arbeiten, aber es ist trotzdem immer, weil halt trotzdem noch immer sehr viel Geld im Spiel war. Aber da ist ja schon sehr viele Restriktionen, oder mehr aufgekommen, mehr Restriktionen durchgesetzt worden von der Polizei. Aber es ist, es gibt niemanden, der wirklich den Durchblick hat, weil da zu viele Kräfte am Bewegen sind. Ich glaube nicht, dass da wirklich einen gibt, der den absoluten Durchblick hat. Aber das war so die Intention dahinter. Und tatsächlich, ich glaube es heute wirklich, dass ich heute sage, in Pattaya, das war eh witzig, wo ich mich ja mit dem Wolfgang unterhalten habe, den geht es übrigens gar nicht so gut. Er hat ein sehr starkes Problem mit dem Auge. Letztens habe ich den gar nicht getroffen in Pattaya, weil der kurz vor der Operation stand, dass er neue Linse, Netzhaut, irgendwas Neues kriegt beim Auge. Der hat da Entzündung gehabt. An der Stelle gute Besserung, Wolfgang. Und da bin ich halt so komplett d'accord gegangen mit dem Wolfgang, der gesagt hat, alle Leute haben immer Pattaya tot geredet und der fährt da seit 30 Jahren hin und seit 30 Jahren wird es tot geredet und es ist nie tot gewesen. Und bei mir ist es ja so, wie auch, das ist ja der große Unterschied zwischen mir und der Masse der Menschen. Die Masse der Menschen rennen immer maulend durch die Gegend und nichts ist dahinter. Hier kannst hier im Isan rumfahren, alle regen sich auf, immer wie scheiße, dann wie super. Wenn ich was negativ sage, ist der Helmut negativ über den Isan. Du musst die mal anhören, die reden 1000-mal mehr negativ als ich. So viel habe ich ja gesamt noch nicht gesagt, wie die oft in einer Stunde rauspfeffern. Bleiben aber immer noch hier, weil sie motzen. Weil das Motzer, das ist, wie ich eben eher mal gesagt, die deutsche Kultur, glaube ich, mehr als andere. Manche haben gesagt, die Russen hätten es überholt. Ich weiß es nicht. Und die alles immer tot reden und so reden und es ist eh nicht so. Bei mir ist ja so, wo ich schon mal gesagt habe, mir gefällt es im Isan immer, weil weg.
Zack. Weil die Sachen eine Hand und Fuß haben, die ich sage. Und ich bin echt gespannt darauf, wenn meine geheimen Informationen nicht stimmen, dann wird es nicht so sein. Pattaya ist Geschichte. Also als Pattaya, als den größten Puff der Welt, der ist Geschichte. Natürlich wirst du die ganzen Girls nicht immer rauskriegen, Leute, die werden da immer noch hinfahren und es ist immer noch eine Anlaufstelle. Aber ich schätze dadurch, dass, also wenn das so kommt, es wird, fängt jetzt dann eben an mit der Beach Road, dass da massiv umgebaut wird. Und genauso geht es auch weiter in der Walking Street. Da wird danach nichts mehr mit diesem Puff sein. Da wollen die noble Restaurants, Seafood-Restaurants, teure reinbauen. Für gut situierte, man hat es immer gehört, dass die Thailänder so auf einen High-Class-Touristen setzen wollen. Und ich glaube nicht, dass das so ganz, also das haben die ja auch, versuchen die ja schon seit Jahren mit Koh Phangan. Und das funktioniert nicht wirklich. Im Gegenteil, eigentlich hat man so auf Koh Phangan eher manchmal das Gefühl. Aber ich glaube, bei Pattaya wird das funktionieren, weil du siehst da schon sehr, sehr viele hochpreisige Sachen auch, die auf dem, vom Preisniveau ist das, ist Pattaya in meinen Augen nicht auf dem, du kannst nur immer so irgendwie günstig essen und so weiter. Und das ist auch groß, also das Pattaya selber ja nicht, aber die Umfläche groß. Aber vielleicht lagert sich's aus nach Yom Tien rüber oder sonst irgendwohin. Das könnte sein, könnte ich mir vorstellen, dass das sein könnte. Aber so mit dem Pattaya, mit der Walking Street, was ich gehört habe, soll das alles vorbei sein. Die Bars sollten, die werden nie mehr wieder aufmachen. Die sind vorbei, die sind für immer geschlossen. Also jetzt mit dem letzten Lockdown, wo die Türen da zugesperrt haben, sind die Türen für immer geschlossen. Das habe ich, wie gesagt, vor einem Jahr noch drüber gelacht. Haben mir gedacht, nee, das kann ich mir irgendwie nicht alles vorstellen. Aber ja, auch aus einer anderen Ecke jetzt dann noch einmal gehört. Und jetzt, wo ich das sehe, dass da wirklich der Plan so umgesetzt scheinbar wird, wie ich es gehört habe, mit der Beach Road, dass da angefangen wird, die Baumaßnahmen. Und das zieht sich hin in die Walking Street und da ist dann nichts mehr mit irgendwelchen Gogo-Lizenz-Lokalen und so weiter und so fort, sollte das alles vorbei sein. Bin neugierig auf die Kommentare, ob es da andere Leute auch gibt, die ähnliche geheime Insider-Informationen haben wie ich, auch schon das gehört haben, vielleicht auch gesagt haben, ja, das wird so sein. Ich habe ganz ehrlich vor einem Jahr noch mal gedacht, wie der Wolfgang so gesagt hat, der ist immer totgeredet worden, es wird nicht so sein. Vielleicht wäre es auch nicht so gekommen, wenn ja nicht die Lockdowns irgendwie so knallhart dazwischen rein geschallert hätten. Das wird wahrscheinlich vieles mit verändert haben. Ne? Und deswegen, ich kann mir vorstellen, also Walking Street ist sowieso geschlossen, mindestens ja sowieso. Und das ist ja hier, was immer hörst, nochmal 2 Wochen, aber jetzt an Walking Street hieß ja schon jetzt seit Langem, ist das komplette Jahr sowieso geschlossen. Die macht sowieso nicht mehr auf dieses Jahr, also egal ob Lockdown oder nicht Lockdown, da gibt es kein Aufmachen. Und bin mir ziemlich sicher, ja, das wird nicht nur jetzt an dieses Jahr sein, länger dauern, da wird alles umgebaut. Auf High Class, so wie ich sage, ich check ja das irgendwie nicht, weil es ist ja echt manchmal wirklich schwierig, die Sachen zu verstehen. Wichtig ist für mich, dass ich eben nicht medienbelastet bin, weil sonst lebst in der medialen Welt. Das habe ich in einem letzten Video erklärt mit diesen Vater-Sohn-Geschichte. Die Leute erleben immer das, was die in den Medien, oh, ist Wirtschaftskrise, dann gehen die pleite und sagen, ja, wegen der Wirtschaftskrise, während die anderen Milliarden gemacht haben, weil es war immer schon so. Aber momentan ist es so hardcore, dass es, auch wenn du nicht auf die Medien schaust, eben merkst, dass da irgendwie Sachen komisch sind, aber auch, wie ich sage, so wie es in den Medien dargestellt wird, sehe ich, da ist ja jeden Tag Apokalypse, da ist ja jeden Tag Weltuntergang. Seit 1,5 Jahren ist aber bis jetzt noch nichts untergegangen. In dem Sinn, bin gespannt,
auf Kommentare wieder Leute auch noch. Also da gibt es ja sicherlich mehrere Leute mit Insider-Informationen in Pattaya. Ich sage, glaube auch, Pattaya ist so wie es war, Geschichte. Da bleibt 20% über, so ein bisschen irgendwie. Da werden irgendwelche Mädels auf den Straßen irgendwo stehen, irgendwo wen anhauen. Wie man, weiß ja nicht, wie das sonst irgendwo ist, wie das, keine Ahnung. Ja, in Österreich gab es da manchmal ein paar Straßen, auch bei uns in der Nähe, Villach Bahnhofstraße, da hat man gesehen, okay, da stehen Damen, die sprechen Leute auf der Straße an. So stelle ich mir das vor, so wird das in etwa ungefähr sein. Und das wird so, das wird gewesen sein. Und die Leute werden trotzdem hinfahren, weil die immer schon hingefahren sind, wegen der Kultur, wegen dem lecker Essen. Das ist jetzt von mir hochgerechnet, weil die selber noch zu wenig ehrlich sind, dass die eigentlich wegen ganz was anderem hingefahren sind. Die werden auch immer weiter hinfahren, um sich selber nicht zu belügen, weil das Unbewusstsein versucht dich ja immer zu schützen und dich nicht als Lügner zu enttarnen, sondern als ehrenwerten Menschen. Und deswegen wird das, glaube ich, so weiterlaufen und die Konjunktur in Pattaya wird hochgehen. Die ist ja auch bei RTL hochgegangen danach, weil hat ja keiner gesagt, ich gucke das nur wegen die Titten. Das hat ja nie jemand gesagt, warum er RTL schaut. Die haben immer gesagt, weil die ja so tolle Reportagen oder ich weiß nicht was alles hatten und die Filme so handlungsreich waren, die so tiefsinnige Handlungen hatten oder irgendwie, hat ja nie jemand gesagt, ich gucke dahin, weil ich da mal meine Gier befriedigen kann. Und so sind die auch bei RTL geblieben, wo das auf einmal ausgeblieben ist. Ne? Da muss ich sagen, ich war immer schon so. Wie immer. Wie gar nicht da viel zu. Es ist eigentlich witzig, wenn man so die Welt anschaut, wie wir eigentlich so ticken als Menschen. Es ist, boah, fantastisch. In dem Sinn, Servus.